Ich darf Sie ganz herzlich hier heute Abend in St. Josef zu unserem Konzert Improviser Meets Bach begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Michael Schäfer meiner Einladung gefolgt ist, hier heute Abend mit mir zusammen ein Konzert vorzubereiten, zu singen, zu spielen. Ja, Michael Schäfer ist Professor für improvisierten Gesang in Weimar an der Musikhochschule. Und es ist natürlich sehr schön, dass er als Improviser hier nach Moers gekommen ist und uns ein ganzes Jahr lang mit seiner Musik hier erfreut. Ein paar Sachen vielleicht, die ich kurz noch bemerken möchte. Einige werden es vielleicht noch nicht gesehen haben oder noch nicht kennen. Hier vorne steht so ein kleiner Computer. Klein, aber wo? Er wird nachher einige Nummern bringen, wo er auf sogenannte Loops singt. Das heißt, er nimmt sich selber auf. Das läuft dann immer weiter, die Aufnahme, der singt weiter und Stimmen dazu, sodass sich das immer mehr überlagert. Es ist zwar mit technischer Hilfe, ist aber alles hier heute Abend live eingesungen. Wenn man will, ein Playback, aber ein live hergestelltes Playback. Da werden Sie nachher noch sehen, was man damit alles machen kann. Das ist ganz schön beeindruckend. Ja, das erste Stück, was gleich jetzt kommt, es werden im Verlauf des Abends drei originale Orgelwerke von Johann Sebastian Bach dargeboten. Zwei mit Orgel und Gesang. Er singt dann jeweils eine Stimme, die sonst auf der Orgel gespielt wird. Und ich spiele halt den Rest dazu. Und ganz am Schluss wird die Passacaglia C-Moll von ihm ganz alleine gesungen. Eben mit Hilfe dieser Geräte hier. Ich habe das schon einmal gehört und das war der Grund, warum ich ihn hierhin eingeladen habe. Das wollte ich einfach nochmal hören. Jetzt geht's gleich los mit einem Stück Silence von Charlie Hayden. Das ist hier vor zwei Jahren schon mal gesungen worden, im Improviser-Konzert mit Achim Tang. Damals haben das Achim Tang, meine Frau und ich, zu dritt gesungen. Ich habe gedacht, er hat jetzt hier so ein schönes Maschinchen, er kann so gut singen, warum soll er das nicht alleine machen? Das heißt mal eine komplett andere Fassung. Er singt das dreistimmige Werk plus Improvisation einfach mal ganz allein. Danach gibt es eine Überleitung von der Orgel. Und danach kommt dann oben von uns gemeinsam das berühmte Choralvorspiel von Johann Sebastian Bach, O Mensch, beweine deine Sünde groß. Nicht wegen dem Text, sondern einfach, weil es eines der schönsten Stücke überhaupt von Bach ist. Ja, danach werde ich noch ein paar Ansagen machen. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich sehr auf unser Konzert. Herzlichen Dank. Ja.